Hallo Leute, vielleicht ist ja unter euch jemand, der sich ein bisschen mit PCs auskennt und kann mir sagen, woran hier der Fehler liegen könnte. Ich habe hier eine SSD-Festplatte eingebaut in diesem PC. Den hatte ich in letzter Zeit, immer wenn ich ihn eingeschaltet habe, ist er nach kurzer Zeit gefroren, also abgestürzt. Die Grafikkarte unten, die geht meines Wissens nicht mehr, aber ich konnte zumindest noch eine Weile arbeiten mit der oberen Grafikkarte, die müsste eigentlich funktionieren, also die untere geht nicht, aber ob jetzt das auch das Problem ist, dass der nicht mehr funktioniert, weiß ich nicht. Und zwar, also ich habe jetzt gerade eben Windows 8 nochmal neu, also ich wollte es installieren, konnte rein, habe die Installation gestartet und dann, wenn der Neustart kommt, dann sieht er jetzt mal, was dann passiert. Also wenn ich jetzt, ich habe jetzt eingeschaltet, die Lüfter gehen los. Jetzt seht ihr mal, was hier am Monitor passiert. So, noch kurz dieses Windows-Bild und dann sind die Lüfter auf einmal ganz laut und arbeiten wie verrückt, aber es passiert einfach nichts mehr. Und das hatte ich schon die ganze Zeit. Jemand eine Ahnung, was da nicht stimmen könnte. Jedenfalls, wenn ich das jetzt so lasse, dann läuft es ewig so weiter, aber am Monitor wird mir nichts mehr angezeigt. Ja, wenn jemand eine Ahnung hat, was es sein könnte, wie es hier reparieren könnte, wäre cool, wenn ihr euch meldet. Danke, ciao.